Ich will mich, da wir in dieser Frage Einigkeit feststellen können, auf zwei Gebiete jetzt konzentrieren, wo wir sicherlich unterschiedliche Sichtweisen haben. Die erste Frage, mit der ich mich auseinandersetzen möchte, ist die Frage der Aufnahmebereitschaft. Dass die Aufnahmebereitschaft Voraussetzung ist für das, was wir hier besprechen und das, was wir hier wollen, ist selbstverständlich. Aber bei all dem, was bundesweit jetzt diskutiert wird, müssen wir uns immer wieder Klarheit darüber verschaffen, dass die Aufnahmebereitschaft nicht von der Politik festgelegt werden kann, nicht von Regierungen oder Parlamenten. Letztendlich entscheidet über die Aufnahmebereitschaft in Deutschland die Bevölkerung und ihr Gefühl dafür, inwieweit es richtig ist, Menschen aufzunehmen, Menschen Gastfreundschaft zu gewähren und sie zu unterstützen. Das ist der entscheidende Punkt. Und deshalb ist es Aufgabe der Politik, alles jetzt und nicht in irgendeinem Zeitraum später dafür zu tun, dass diese Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung erhalten bleibt. Darum geht es in den nächsten Wochen und Monaten. Und da, meine Damen und Herren, haben wir leider eine ganze Reihe von Differenzen aufgrund der Festlegung der Politik in den letzten Jahren. Denn die Frage, die immer öfters gestellt wird, und Sie haben dies ja auch hier formuliert, Frau Ministerpräsidentin, ist die: Wer hilft uns? Und Sie haben gesagt, es darf nicht sein, dass diejenigen, denen es schlechter geht in unserer Gesellschaft, jetzt das Gefühl haben, sie werden nicht mehr berücksichtigt und dass jetzt eben die einen gegen die anderen ausgespielt werden. Da kann ich Ihnen vollkommen zustimmen, aber es kann bei diesem Appell nicht bleiben. Wir müssen konkrete Angebote jetzt machen an diejenigen, denen es schlechter geht in unserer Gesellschaft. Sonst wird das Ressentiment sich verstärken und sonst werden wir das wieder erleben, was wir vor 15 Jahren schon einmal erlebt haben. Ich will daran erinnern und das darf in diesem Grunde nicht sein. Die ersten Heime beginnen ja schon zu brennen und ich habe selbst damals mitten in Entscheidungen gestanden. Ich werde daher noch darauf zurückkommen. Wir müssen sehen, dass diese, wenn man so will, Ressentiments gar nicht erst aufkommen und darum geht es jetzt, auch soziale Aufnahmebereitschaft in der Bevölkerung zu erzeugen. Und da will ich auf zwei konkrete Vorschläge zu sprechen kommen, die gemacht worden sind. Einmal ein Vorschlag aus der Wissenschaft, auch aus der Politik. Wir müssen jetzt den Mindestlohn wieder öffnen, damit eben die Zuwanderung auch für billigere Arbeitsplätze genutzt werden kann. Das ist der eine Vorschlag. Und der zweite Vorschlag ist der von Wolfgang Schäuble. Wir müssen jetzt die zusätzlichen Mittel, die im Bundeshaushalt und so weiter aufgebracht werden müssen, auch durch Einsparungen an anderer Stelle auffangen. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das sind beides Vorschläge, die genau zu den Ressentiments führen werden, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ich halte sie für grundfalsch in der jetzigen Situation. Es darf nicht so sein, dass die Zuwanderung zu weiterer Lohndrückerei führt. Das wäre eine Einladung an rechte Parteien, überall in Europa stärker zu werden und irgendwann auch die Mehrheiten zu übernehmen. Und deswegen, anstatt über eine Aufweichung der Mindestlohnbestimmungen zu reden, wäre es jetzt, und ich sage das hier, wir mögen das populistisch oder sonst wie nennen, wäre es jetzt notwendig, den Mindestlohn anzuheben. Wir können uns an unserem Nachbarland Frankreich orientieren. Etwa 10 Euro pro Stunde, das wäre jetzt das richtige Signal für weite Teile der Bevölkerung, insbesondere für die, die in den letzten Jahren mit viel zu niedrigen Löhnen beschäftigt waren. Das schlagen wir vor. Jetzt wäre der Zeitpunkt, genau das zu tun. Und wir können uns nicht darauf herausreden, gerade angesichts unserer ökonomischen Entwicklung, wir hätten nicht die Mittel. Wenn unsere Nachbarn die haben, dann haben wir sie alle mal aufgrund der ökonomischen Entwicklung in Gesamteuropa. Wenn Sie sich die Unternehmensgewinne in den letzten Jahren, insbesondere auch in der Bundesrepublik, anschauen, Sie vergleichen mit Unternehmensgewinnen in anderen Industriestaaten, dann ist es einfach nicht verantwortbar, so zu tun, als seien wir nicht in der Lage, als das Land mit der stärksten Wirtschaftskraft in Europa Mindestlöhne zu zahlen wie unsere Nachbarn, um das in aller Klarheit einmal zu sagen. So, und der zweite Punkt, den wir vorschlagen, ist der, dass jetzt der Hartz-IV-Satz deutlicher angehoben werden muss. Sie müssen sich das vorstellen, wenn all die Zahlen, von denen geredet wird, öffentlich jetzt diskutiert und verhandelt werden und dann hört man, also der Hartz-IV-Satz soll um 5 Euro oder so erhöht werden, dann können Sie sich doch an 5 Fingern abzählen, was dann diskutiert wird bei denen, die davon betroffen sind. Deshalb ist der zweite Vorschlag, den wir in dieser Situation gerade jetzt machen, den Hartz-IV-Satz ebenfalls anzuheben, die Zielmarke, die wir immer wieder vorgeben, ist 500 Euro. Und ich will das heute an dieser Stelle ganz bewusst gesagt haben. Und natürlich kommt dann die Frage, ja, aber wer soll das bezahlen?
Und auch hier will ich eben dann sagen, es genügt nicht, wenn man eben sagt, wir möchten das, wir möchten das und wir möchten das. Man muss auch immer wieder Antworten darauf geben, wie man denn die Dinge finanzieren kann. Und dann komme ich zu der Diskussion innerhalb der Landesregierung zur Schuldenbremse. Ich teile die Auffassung der Minister der Sozialdemokratischen Partei, die sagen, die Schuldenbremse ist unter diesen Vorgaben, die wir derzeit haben, und die Mittel, die sie genannt haben, werden ja bei weitem nicht ausreichen. Die Schuldenbremse ist unter diesen Vorgaben nicht zu halten, sofern man sie so interpretiert, wie sie bundesweit interpretiert wird, in der veröffentlichten Meinung interpretiert wird, weil wir ja diese, wenn man so will, Festlegungen haben mittlerweile seit vielen, vielen Jahren. Aber man kann die Schuldenbremse auch einhalten, wenn man die Einnahmen des Staates verbessert. Und gerade jetzt, wo es darum geht, die Flüchtlinge aufzunehmen, muss es doch klar sein, der Tisch kann doch nicht in erster Linie von denen gedeckt werden, die wenig haben. Er muss von denen gedeckt haben, die im Reichtum schwelgen, um es mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Und deshalb schlagen wir vor, in der jetzigen Situation eben für Millionen Erbschaften, Millionen Vermögen und Millionen Einkommen die Steuern anzuheben. Das ist im Übrigen ein Gedanke, wenn ich jetzt gerade hier in die CDU-Fraktion gucke, der nach dem Kriege in der CDU noch überhaupt unproblematisch geäußert werden konnte. Selbst Ludwig Erhard hat damals die Vermögensabgabe ins Spiel gebracht, weil wir vor ähnlichen Herausforderungen standen. Deshalb wäre es notwendig, jetzt diese Reichtumsteuern, wie ich sie sage, anzuheben und gleichzeitig noch einmal den sogenannten Steuerbauch abzubauen, weil eben die Verlustängste und die Abstiegsängste nicht nur bei denen sind, die keine Lohnsteuern zahlen, sondern, wie wir wissen, auch bei denen sind, die Lohnsteuern zahlen, aber überproportional, weitaus überproportional zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben herangezogen werden. Wir müssen also diese Maßnahmen ergreifen. Auf der einen Seite eben bessere Ausstattung auf der Lohnseite und auf der sozialen Seite, auf der anderen Seite ein anderes Steuersystem, wenn wir die Aufnahmebereitschaft erhalten wollen. Und ich stimme all denjenigen zu, die auch sagen, wir haben beim Wohnungsbau viel zu lange gezögert, auch weil wir eben Schuldenbremsen einhalten wollten, weil wir die ungeheuer günstige Situation der Zinsen nicht nutzen wollen. Wir müssen hier investieren. Wir hätten auch einen konjunkturellen Schub und hätten also, wenn man so will, auf dem Arbeitsmarkt eine bessere Situation. Aber viel wichtiger ist es auch hier, und ich kenne das aus Diskussionen, selbst aus meiner Bürgermeisterzeit, wenn in einer solchen Situation Leute dann stehen und sagen, ich habe bei der Siedlungsgesellschaft schon 10 Jahre einen Antrag laufen und jetzt wird einer zugewiesen oder wird einer die Wohnung bereitgestellt, der gerade eben kommt von einem anderen Land, also ein Zuwanderer, dann gibt das böses Blut, ob wir das wollen oder nicht, so sind die Menschen. Und deshalb müssen wir jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um die Fehler der vergangenen Jahre auszubügeln. So, nun komme ich eben zum zweiten Thema, neben der Aufnahmebereitschaft erhalten, das ist das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Sie haben dazu einiges gesagt, aber meine Damen und Herren oder Frau Ministerpräsidentin, Sie haben einiges ausgeklammert. Und dazu muss ich dann eben einiges sagen, weil das darf man nicht ausklammern. Und ich beginne jetzt eben mit einem Thema, das wir Jahrzehnte und immer wieder diskutieren, das sind die Waffenexporte. Für mich ist es eine Schande, dass in dieser Situation mit diesen Migrationsströmen die Bundesregierung nach wie vor Waffenexporte in den Vorderen Orient genehmigt. Das ist für mich eine Schande. Da kann man reden, was man will. Diese Waffen werden eingesetzt. Sie werden auch eingesetzt in den Bürgerkriegen. Sie werden eingesetzt, das wird ja überall auch berichtet, in allen Bürgerkriegen, die im Vorderen Orient festgestellt werden. Und deshalb ist das nach meiner Auffassung völlig unverantwortlich. Und man kann auch nicht von der europäischen Wertegemeinschaft reden, wenn man eben an Diktaturen, die Enthauptungen vornehmen, die Frauen unterdrücken oder so, massenhaft Waffen exportiert. Das geht einfach nicht mehr. Das Zweite ist, dass wir die Interventionskriege in dieser Form nicht mehr unterstützen. Sie sind gescheitert. Wer also heute noch ernsthaft sich hinstellt und sagt, die Interventionen in Afghanistan, Irak oder Libyen, sie wären ein Segen gewesen für die dortige Bevölkerung, der muss sich auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen. Die Interventionskriege sind gescheitert. Sie haben großes Elend, große Not gebracht. Und sie sind auch verantwortlich für die Flüchtlingsbewegungen, die wir jetzt haben. Das kann überhaupt niemand mehr in Abrede stellen. Und auch wir haben Fehler gemacht, und ich rede auch von einem eigenen Fehler hier, das ist das sogenannte Dublin-Einkommen. Ich sprach bereits davon, dass wir Anfang der 90er Jahre den großen Druck hatten, weit über 1 Million kamen zu uns, Aussiedler auf der einen Seite und Asylantragsteller auf der anderen Seite, es waren über 1 Million, die Flüchtlingsheime brannten. Wir haben nach einem Kompromiss damals gesucht und wir haben dann den sogenannten Asylkompromiss geschlossen.
Und im Dublin-Einkommen lebt dieser Abkommen, lebt dieser Kompromiss weiter. Und er ging letztendlich in die Richtung, dass wir gesagt haben, damit nicht allzu viele, und das war damals schon so, Asylantrag in Deutschland stellen, sollen diejenigen, die von einem anderen Land kommen, doch den Asylantrag stellen. Das hatte damals eine gewisse Plausibilität. Ich habe dem damals auch zugestimmt, wurde damals auch heftig kritisiert aus den verschiedenen Richtungen. Aber es war nun einmal so, dass ich der Auffassung war, wir müssen etwas tun, damit eben das Ressentiment in der Bevölkerung nicht noch stärker wird. Ich will das hier in Erinnerung rufen. Aber jetzt, angesichts der neuen Flüchtlingsströme, die aus ganz anderen Ländern kommen und die aufgrund der ökonomischen Entwicklung den Hauptdruck bei Griechenland und Italien entstehen ließen, ist dieses Dublin-Einkommen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und bei Ihren Worten, Frau Ministerpräsidentin, die Sie im Hinblick auf die Solidarität in Europa gefunden haben, möchte ich darauf hinweisen, dass unser Eintreten für dieses Dublin-Einkommen jetzt über viele Jahre nicht fair war und so in Gesamteuropa auch so gesehen wurde. Und deshalb brauchen wir andere Regeln als dieses Dublin-Einkommen. Als diese Dublin-Regeln. Es gibt aber auch nur etwas, was man hier sagen muss, wenn es um die Kosten geht, das muss auch erwähnt werden in diesem Zusammenhang. Es hat mich wirklich empört, zusammengebunden all das, was ich bisher vorgetragen habe, wie sich die US-Administration geäußert hat, als die großen Flüchtlingsströme hier nach Europa kamen. Der Sprecher der US-Regierung hat gesagt, das ist eine Angelegenheit Europas, das wird Europa schon schaffen. Ich halte dies für völlig unvertretbar. Dieses Land, das im Wesentlichen die Ölkriege im Vorderen Orient führt, dieses Land ist verdammt nochmal auch in der Verpflichtung, wenn es darum geht, Flüchtlinge aufzunehmen und sich an den Kosten zu beteiligen. Das ist nichts Unbilliges und nichts Ungerechtes. Ich will das hier einmal sagen. Und das ist keine, wenn Sie also jetzt skeptisch schauen, Position, die nur in der Linken vertreten wird. Ich habe kürzlich einen Vortrag gehalten in der Schweiz, wo überwiegend Unternehmer zugehört haben, also wenn Sie so wollen, bürgerliche Kreise, und es gab den stärksten Beifall an dieser Stelle, weil auch diese Leute einsehen, dass so Fairness in der Welt nicht erreicht werden kann. Auf der einen Seite haben wir eben dann die Europäer, die jetzt, wenn man so will, sehen müssen, wie sie mit den Flüchtlingsströmen fertig werden. Auf der anderen Seite werden weiterhin Kriege geführt, Waffen geliefert. Das kann so nicht mehr gehen. Auch die Vereinigten Staaten tragen als Führungsmacht des Westens Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen. Ich will das in aller Klarheit hier mal einmal sagen. Und dann gibt es einen Punkt, wo ich Sie bitten würde, darüber einmal nachzudenken, Frau Ministerpräsidentin. Ich habe mir das in der Schnelle aufgeschrieben. Sie haben hier gesagt, unsere wirtschaftliche Kraft exportieren wir auch in andere Teile der Welt. So ähnlich haben Sie sich ausgedrückt. Ich habe die Rede ja nicht vorliegen. Hier sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, der seit vielen, vielen Jahren weltweit in der Diskussion ist. Ich vertrete dort eine andere Position als die ich aus Ihren Ausführungen herausgehört habe. Wir sind stolz auf unseren Export. Wir sind pro Kopf nach wie vor Exportweltmeister. Bitte? Gut. Wir sind nach wie vor Exportweltmeister pro Kopf, das ist überhaupt keine Frage. Und diesen Stolz kann man ja irgendwo verstehen. Aber wir müssen einmal überlegen, wozu führen die Welthandelsbedingungen? Und wie haben wir beispielsweise oder die Vereinigten Staaten unseren Wohlstand aufgebaut? Ich will Ihnen in aller Brutalität einmal sagen. Wir haben ihn aufgebaut mit Schutzzöllen und mit Währungen, die mehr oder weniger unterbewertet waren und deshalb wie Schutzzölle gewirkt haben. Und deshalb unterstütze ich den Papst, um es Ihnen auch erleichtern zu machen, sich diesen Gedanken zu öffnen, der gesagt hat, dass ein Freihandel, der es den schwachen amerikanischen Ländern beispielsweise verwehrt, eigene Agrarstrukturen zu erhalten oder wieder aufzubauen, eine eigene Produktion aufzubauen, dass ein solcher Freihandel mit Verursachung dafür ist, dass wir diese Flüchtlingsströme mittlerweile haben. Wir müssen diesen Ländern die Möglichkeit geben, ihre eigene Wirtschaft aufzubauen und ihre eigene Agrarwirtschaft wieder aufzubauen. Wenn wir das nicht tun, meine Damen und Herren, dann werden die Flüchtlingsströme noch viel stärker werden. Und vielleicht noch ein Satz. Wir verweisen hier immer wieder darauf, und das zeigt, dass wir Veranlassung haben, darüber nachzudenken. Wir verweisen immer wieder darauf, dass wir unsere demografischen Probleme lösen können und dass wir unsere Probleme auf dem Arbeitsmarkt lösen können, wenn wir die Zuwanderer haben und wenn die Zuwanderer gut ausgebildet sind. Ich will meine Ausführungen an dieser Stelle nur mit einer Betrachtung schließen. Überlegen Sie sich einmal, wie das klingt in den Ohren der syrischen Bevölkerung, und zwar derjenigen, die jetzt dort geblieben sind. Oder derjenigen, wenn ich mal alle Kontroversen
außen vor lasse, die in einigen Jahren diesen Staat wieder aufbauen müssen und die Gesellschaft wieder aufbauen müssen. Wie wollen Sie eine Gesellschaft am Funktionieren halten, wenn die Qualifiziertesten abwandern, Ärzte, Architekten, Anwälte, Facharbeiter oder wenn immer Sie wollen? Sie können noch nicht einmal die Infrastruktur aufhalten. Also demografische Probleme und Mangel an Fachkräften gibt es weltweit. Und Solidarität erfordert es, dass wir die Probleme weltweit sehen und dabei nicht nur an uns denken.